Lizenzen bei Nintendo. Konami. Konami Computer Entertainment Japan. German. Nein, Mann, wir sind Italiener. Guck mich an. Ich bin Mario und du bist Luigi. Justine. Mario, wende dich nicht gegen Familie. Deutsch. Wir spielen Spiel auf Französisch. Wende dich nicht gegen Familie, wir machen Deutsch. Und neues Spiel. Du kriegst jetzt einen Was? Keks aus meiner ist mir scheißegal Dose. Wey, alle Dateien werden zerstört. Wie heiße ich denn? Jack Ma Bad. JKP, okay. Du hast Jalex. Was hat der Controller für Probleme? Der hat fast. Ja, okay. Du hast doch nicht Ah, erklärt, wenn was man wir gedrückt, spielen. wenn man zu lange gedrückt hält. Alex! Hä? Du hast doch nicht erklärt, was wir spielen. Da stand da. Yu-Gi-Oh! Chef der Zerstörung. Guck dir das an, Alter. Kannst ziehen. Alles brennt. Die drei heiligen Götterkarten. Hey! Obelisk, Peiniger, Vaga nicht lila. Das war doch keine Fusionskarte. Guck mal. Sie zerstören die Welt. Alles brennt. Wie als Justin letztes Mal gekocht hat. Und ein Mann mit einem Auge. Nicht spoilern. Keiner weiß, wie er heißt. Leg die Monsterkarte. So kommt ihr das. Goyle! Als du die Welt zerstört haben, ist mein Internet gerade abgekackt. Ja, das habe ich gemerkt. Wartet. Mit diese Monsterkarte hier hinein. So. Okay, das wäre dann fertig. Alex, wie war das mit deiner Deckzusammenstellung? Ich dachte mit deiner Freundin. Gut, dass er nicht gefragt hat. Perfekt. Miserabel. Ich bin ja ein Genie, ne? Also miserabel. Alex, du musst noch einiges lernen. Guck mal, die best. Du verstehst gar nicht den Sinn des Lebens. Frauen kriegt man rum, indem man ein gutes Deck hat. Also mach dir sofort ein gutes Deck. Ich, Joey Wheeler, hab natürlich ein geiles Deck. Guck mal, die ganzen Bitches vorm Haus, die warten nur auf mich. Also stell dir jetzt ein verdammtes geiles Deck zusammen. Und Tja, auf. Tia. Tia ist, ja. Das Sie ist steht auch vor der Lukas Tür. Ho. Nein, und du zieh diese behinderte Mütze ab. Ich meine, warum hast du eigentlich graue Haare? Wie alt bist du? 80. Ja, das ist so, ne? Du kannst keine Weiber mehr auffressen. Du bist zu alt dafür, verstehst du einfach. Aber nein, Wie gerade ich von kenne. was Jerry die ganze Zeit sagt, ich guck mal irgendwie dazwischen nicht weiter, bis dahin können wir die Leute Ist mir selber lesen. scheißegal, also. Ich kann das gar nicht abwarten, bis wir uns mal duellieren, ne? Dann können wir den ganzen Bitches mal zeigen, wie geil ich Duel nochmal bin. Express, aber egal. Ja, ist mir scheißegal, halt mal die Fresse, ich rede jetzt. Alex, verdammte Scheiße, ich versuche dir gerade erklären, wie du Bitches rumkriegst. Und du redest die ganze Zeit dazwischen, weißt du, das ist nicht okay. Ich hoffe mal, kann ich mich noch hören, weil hier unten der Pegel bei Kipesan wieder so richtig geil auf Null ist, ne? Ja, also, es ist schon lange her seit dem letzten Duel-Turnier, ne? Alex und Yuri stecken das Turnier, ja, in die Tasche. Ja, ich glaube schon. Was übrigens? Warum ist Yugi noch nicht hier? Verdammte Scheiße! Wo treibt der Spaß sich rum? Ah, wahrscheinlich ist er bei den Babos, er weiß ja, wo die alle sind, ne? Weil der da Im Chabu ist. Kartenland. Achso, ja, im Kartenland ist der Typ. Ach komm, müssen wir direkt mal aufmischen hier. Hast du gesehen, wie spät schon ist? Ah, Kurz vorm. ich rede. Ich. Das ist mein. Das ist nicht mal. Ja, ich will in Hast dem ersten Part wieder du noch schon aus dem gesehen, Haus wie rauskommen. das schon ist, ne? Ja, Mann. 5 vor 12. Hochkonjunktur. Bald geht's wieder ab. 10 vor 4. Kauf dir meine anständige Uhr, Junge. Wir kommen zu spät, verdammte Scheiße, und er auch. Dieser Yuki ist. Ja, er ist viel zu spät dran. Mann. Wahrscheinlich trägt er sich jetzt mit seiner kleinen Freundin rum, die du natürlich nicht hast, weil ihr einfach Ja, gut, das kann graue er Haare mich hast. nicht, ich weiß. Ja. Das war der zweite Grund, aber jetzt gehen wir erstmal. Der Express, wir müssen uns beeilen. Der darf nicht wegfahren. Schnell, schnell, schnell. Wir wollten doch zusammen mit dem Zug fahren. Los, los, beeil dich. Mann, dieser Yuki. Ah, der regt mich schon wieder auf, ey. Eine Karte allein macht es nicht wert. Ach, da kommst du Spaß jetzt endlich. Alex, hier stimmt was nicht. Boah, Komm mal, Fresse, du kommst zu spät und jetzt versuchst du dich irgendwie einzumischen. ja, pass auf hier. Mein anderes Ich, das Millenniums-Puzzle. Das Puzzle ist weg. Und mit ihm mein anderes Ich. Tja, wärst du hier gewesen, hättest du es nicht verloren. Als ich heute Morgen aufstand, war es fort. Was ist mit mir geschehen? Voll die Midlife-Crisis, ey. Also,
Das, ich fühle mich hier wie bei mitten im Leben, Alter. Das ist krank, aber guck mal, vielleicht kein Toasterblasen und so, ne? Ich habe schon was vor. Ich werde dir dein scheiß erficktes Millennium-Style wiedergeben, du scheiß Pussy. Kannst auf das Ding nicht aufpassen, ey. Unglaublich. Das ist so dumm. Lässt es auf der Fensterbank stehen. Ne? Neben dem Kuchen und der Kuchen bleibt liegen. Mensch. Naja, was meinst du? Was sollen wir tun, ne? Was ich finde es so cool, guck mal, wir haben immer so viele Auswahlmöglichkeiten und egal was wir sagen, es ist immer dieselbe Reaktion. Also geben wir es, suchen, überlass es. Komm, wir sagen, überlass es bei mir, damit die beiden Arschbratzen mich schön in Ruhe lassen. Okay, ich glaube, ich komme mit. Ja, hier siehst du. Los, Tuki, komm, wir gehen mit ihm. Ich werde nicht ruhen, bis ich mein anderes Ich gefunden habe. Ich verlasse mich auf dich, Alex. Ja, was mit mir? Ich versuche alles zu drehen, zu spannend zu machen und du? Alex, was machst du denn hier? Wollte die drei nicht mit dem Duel Express fahren? Was? Das Millennium-Puzzle ist verschwunden? Aber wie? Wie konnte das nur passieren? Ja, frag Yugi, hat sein scheiß Millennium-Puzzle auf dem Fest? Die da kommt. Darfst du jetzt reden? Wollen immer so abwechseln. Warte kurz. Warte kurz, ich muss erstmal bei mir Elektra ein bisschen. Ich muss gucken. Also, sie ist Chabo. Entschuldigung, aber ich habe zufällig eure Geschichte. Nein, Mann, also, die ist nicht Chabo. Bild Keep ist Chabo, wenn überhaupt. Okay. Entschuldigt, aber ich habe zufällig euer Gespräch. Klingt mit angehört. Keine Privatsphäre. Das Millennium-Puzzle ist also auch verschwunden. Ich kann vergessen. Ich glaube, Yugi, du warst wieder so richtig Chabo-like. Hast du auf der Fensterbank liegen lassen, habe ich recht? Ja. Siehst du, meine Befürchtungen bewahrheiten sich. Bitte, holt es verdammte Scheiße wieder. Ich bitte euch dringend um eure Hilfe. Was da los? Alle verwirrt. Überraschung ist verständlich, denn mein Babo-Bruder ist wieder da. Ja, Marc ist auch, läuft auch da rum. Okay, geduldet euch und hört mir mal zu, ne? Also, ich erstelle euch mal kurz eine Geschichte. Vor 3 Wochen begann alles. Der Rechef, den Dunklen, den habe ich gesehen. Ich finde das voll cool, ne? Also Leute, ihr müsst wissen, der Justin, der kann gar nicht lesen. Der rät immer. Und bisher rät er relativ gut, ja? Also der guckt immer so, wie die Bilder aussehen und dann guckt er, was sie vielleicht sagen könnten. Weil Justin ist leider in der ersten Klasse sitzen geblieben, weil der immer, die ganzen Mädels angerotzt hat. Der hat nie lesen gelernt. Und zählen kann er auch nur bis 4, denn dann hören ja auch seine Finger auf. Okay, wie verbreitet die Welt von Rechef den Dunklen? Ist er also schwarz oder was? Nein, er ist einfach dunkel. Es ist sicher ein schwerer Schock für euch, dass es schwarze Leute gibt, aber es ist so. Aber die Welt ist in großer Gefahr. Weil sie auch noch so schnell rennen wie Usain Bolt, ja, dann. Oh. Da war mir nicht dazwischen, Alex. Halt die Fresse, ich rede gerade. Wenn ihr starten und wir landen, könnt sie retten. Das Verschwinden der Bedingungsgegenstände. Seriously? Ich glaube, das ist ein Job für das A-Team. Und Thea. Ich glaube schon. Naja, ich glaube. Komm, ja, lies mal straight durch, damit wir im ersten Part noch was erreichen. Es könnte ja so sein, aber naja, ich verlasse es, glaube ich, jetzt erstmal. Grüß meinen Babo-Bruder von euch, von mir und seid Chabo, wenn du Babo bist. Tschö. Ich glaube, die redet noch, oder? Ja, die redet noch sehr viel. Deswegen habe ich gesagt, jetzt lies mal richtig, ne, dann können wir noch irgendwas schaffen. Oh, ich habe was vergessen. Und Refisch der Dunkle beratet dies. Was? Betrat diese. Aufs Neue. Ja, ich rede diese Tannlücke. Erfall die Macht der Götter Kater. Ohne diese Macht wollen die Karten zu stylen. Der Dunkle muss mit seinem Verlieren zurückkehren. Das sind aber die Götterkarten. Übrigens, du hast kein Mikro, was sowas zulässt. Ne? Wenn du so mit Zahnlücke redest, hört man wie nur puh, puh, puh. Also wie du so pustest. Okay, dann lass ich das. Dann mach weiter. Herr Steinert, sind die Götterkarten allerdings nutzlos. Sie können nur mit den Millennium-Gegenständen wiederhergestellt werden. Die sind über die ganze Welt zerstreut. Ihr müsst sie beschaffen. Dann muss Reschiff wieder hinter Schloss und Regel. Der Kinderriegel. Das ist, warum ich euch bitte.
Und by the way, ich brauche wirklich Kinderriegel, also kauf mir ein paar. Also, wenn dir niemand trutzt, wächst der Dunkle immer weiter. Und die Welt wird bald von einer Finsternis umhüllt. Bitte helf mir. Hilf mir. Wir wollen ja nicht alles. Was willst du tun, Alex? Den Dunklen besiegen? Unmöglich. Komm, wir sagen unmöglich. Was? Und so tun, als gäbe es diesen Dunklen nicht? Das passt so gar nicht zu dir, Alex. Den Dunklen besiegen? Ja, unmöglich. Was? Ja, das ist, so geht es der Part zu Ende. Tut mir leid. Ich will verlieren. Ich will den 0% Run. Ich mache mit Speed. Ja, weil der Schwarz. Okay, die Dunkel besiegen. Das dachte ich mir schon, dass du das sagen würdest. Er ist ja fast so befreit wie ein Pokémon. Holst ja. du das? Gehst du zum Mr. Pokémon und holst das Rätselhaft-Ei ab? Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte? Ja. Danke sehr. Oh, ich wusste, okay. dass du das sagen würdest. Ich muss ohnehin das Millennium Puzzle finden. Ich werde dich begleiten, Alex. Facepalm. Als starker Dudant, wie du zu Recht sagtest, kann ich wohl schlecht ablehnen. Ich bin ebenfalls dabei. Ich bin ja wie Gary Eich, eine ganze Weiberarmee hinter mir. Ja. Ich bin euch sehr dankbar. Und, naja, heilig sind die Kinderriegel. Macht an die Kinderriegel. Erst müssen die Mitnehmungsgegenstände aber gefunden werden, ne? Also, als Nachfahre einer langen Linie von Kryptawächtern kann ich den Puls der Millennium Gegenstände an. Zuerst. Ach, das ist jetzt ein Navi. Halten Sie sich bitte auf der linken Spur. Bis zur ägyptischen Ausstellung. Das dürfte der erste Millennium Gegenstand sein. Oh, ich sag noch mehr. Sie geht immer einen Schritt, sagt dann fünf Texte, geht noch einen Schritt, sagt dann. Ja, dann geht's ja manchmal wieder zurück. Okay, ich weiß, dass ich viel von euch verlange, aber ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden könnte. Das A-Team. Ich glaube, das überlassen. Das kann dir uns überlassen, oder? Ich weiß, die Aufgabe scheint unmöglich, aber ihr schafft das schon. Ich vertraue darauf, dass ihr die Fälle. Ja, die ist weg endlich. Schwarzen. Ey, kannst bewegen. Ja, guck mal hier. Was? Schon geil, hast du eins. Verschwendete Zeit, verschwendete Zeit. Guck mal, ich bin sie losgeworden. Ha, Idioten. Sie können nicht weitergehen. Ich bin frei. Scheiße. Wir sind Son Gokus, wir können eigentlich die Teleportation. Bones, ne? Nee, in der Kief, glaube ich. Nein, bei dir. Bei mir war der Bones. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Bei uns der Bones war doch. Ja, hier geht's aber nicht weiter. Oh man. Oh fuck. Du bist doch Kaiba Seto, oder? Nein, nein. Ich rede Seto und die andere. Und Okuba auch. Und wo steckst du? Du bist unhöflich zu meinem Bruder. Ich bin Rebecca. Und das ist mein Freund Terry. Warte, warte, Terry rede ich. Du nennst eine Puppe deine Freundin? Das ist doch richtig Shabu-like. Weißt du, Terry ist doch keine Puppe. Terry ist Terry. Wir wissen etwas nicht, wahr, Terry? Ich glaube, sie wissen, wer der Babu ist. Das ist der Pedobär, Alter. Du hast so eine Mutus Karte zerrissen. Der blauigen weißen Drachen. The fuck? Aber. Was da laberst? Mein Großvater gab Herrn Mutu diese Karte. Der blauigen weißen Drachen war ein Zeichen ihrer. Ja, ja. Freundschaft. Und du hast die Karte zerrissen, du mieser Pole, ey. Das kann ich dir nicht verzeihen, Terry. Nein, Terry? Was soll ich also jetzt tun? Großer Bruder, du musst dich nicht mit dir abgeben. Sie ist Gesindel. Du kannst dich mit mir duellieren. Ich finde deine Arroganz abpannt, arrogant. Sag mir, das ist ein klares, dass du das sagen willst. Eine Dämpfer versetzt. Ich bin amerikanische Meisterin. Im VPT. Stimmt's, Terry? Nein! Wo du da laberst? Amerikanische Meisterin? Ist das anders? Mit dem Level willst du mich herausfordern, Digga? Ich bin armenischer Meister. Boah, im Armenien hat die besten Migranten. In Afrika nennt man mich den Babu, Alter. Also,
mit dem Level? Also, ich bin Level 99, mein Totsack ist auch Level 99. Was erwartest du nach Pegasus-Niederlage? Das amerikanische Duolanden-Level ist ein Witz. Aber wenn du auf ein Battle bestehst, dann... Duell! Wir machen es so. Duelliere dich mit Was? Mit Alex. Wenn du ihn besiegst, duelliere ich mich mit dir. Okay? Gay? Ist irgendwie da reingezogen. Rebecca, ich verstehe deinen Zorn. Aber es nützt nichts, wenn du jetzt Zettel zürnst. Yugimoto? Wirklich der Yugimoto? Ich verurteile nicht das aus Hass heraus. Ich möchte nur wissen, wie gut er wirklich ist. Stimmt's, Harry? Fresse. Rebecca. Was hat er gerade gemacht? Frag nicht. Bist du wirklich so stark? Du wirst gar nicht so, stimmt's, Harry? Fresse. Aber du musst nicht mit mir duellieren. Nein. Was? Selbst wenn du es nicht willst, ich schon. Also komm, fangen wir an. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Sie hat extra Megakarten. Ja. Und ich habe einen Haufen Scheiße. Ja? Ich habe echt. Ich auch, wenn ich kacken gehe. Nein, aber ganz am Anfang hast du echt einen Haufen Scheiße, ja. Deswegen, ich werde keine Ante-Karte setzen, weil ich weiß nicht, dass sie verlieren werde. Oh, so schlecht sieht es doch gar nicht mal aus. Guck mal, was jetzt gleich kommt. Mega-Wandler. Hoppala, 1300. Ich will auf Schwächen ausbauen, Akku, wenn ich du... Hä? Ich will auf Schwächen ausbauen, wenn ich du wär. Toll, der Traum, ich habe keine Dämonenkarte. Was ist denn Traum? Typ Traum. Deswegen speed ich jetzt, weil ich jetzt verliere. So, und Feuer. Ich habe auch kein Wasser, glaube ich. Aber Gestein. Mit Pokémon-Logik wäre das gut. Und sie hat Monster mit einer Stärke von 800. Meine Stärksten sind zu 700. Du musst erstmal ein bisschen trainieren, bevor du gegen sie antreten kannst. Super. Warum machst du es jetzt schon? Ich bin aus Versehen da reingelaufen, habe ich ja gesagt. Oh, scheiße, als ich dann gegangen bin. You suck. Na, Terry, was hältst du davon? Fresse. Okay. Du könntest erstmal gegen so Loser-Duellanten wie Tristan duellieren. Willst du mir duellieren? Na klar doch, da bin ich dabei. Der ist zum Beispiel Kacke. Oh Mann, ist er immer. Ja, Ante-Karten sind halt so Einsatzkarten, die legt man und kriegt dafür dann auch einen Einsatz vom Gegner. Wieder zum Meistens Booster. Scheiße. Hä? Meistens scheiße. Ja, je höher deine Einsatzkarte war, desto höher so die gegnerische Einsatzkarte. Ich weiß, aber trotzdem, manchmal kommt sie nur scheiße aus. Ja, manchmal. Ist am Anfang. Am Anfang ist da sehr viel scheiße. Ja, am Ende geht's eigentlich. Es ist dünnsches, sagen wir Und so. Das Problem an diesem Spiel ist, dass die Lebenspunkte übernommen werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier Lebenspunkte verliere, gehe ich in den nächsten Kampf mit weniger Lebenspunkten rein. Ja, ist geil, ne? Ich könnte es gar nicht abchecken, ob du so wenig Lebenspunkte hattest im letzten Kampf. Keine Ahnung, hier geht das. Stalker. Du hast extrem wenig Duellanten-Level und die Gegner werden so von jetzt auf gleich relativ stark. Das heißt, am Anfang hast du nur so Loser-Gegner und dann werden die plötzlich richtig stark und dann kannst du gar nichts mehr machen. So, man sieht, ich erhalte 9 Domino und meine Kapazität ist um 1 gestiegen. Deswegen, boah, cool. Ist es schon drin? Nein. Duellantenstufe 72, deswegen habe ich hier etwas. Aber wo ist die denn? Ich hatte einen Cheatcode. Nein! Willst du jetzt den Cheatcode hier lesen lassen, oder was? Hä? Willst du jetzt den Cheatcode hier zeigen? Nee, ich hab Cheats ja hier drin gehabt. Das
Disable Cheats? Nein, ich wollte keine Disable Cheats, ich wollte Cheats haben. Deswegen mache ich da einen Cheat rein mit, ich warte mal, welche. Egal, ich werde den Cheat... Oh geil, ja, funktioniert nicht. Deswegen werde ich den Cheat reinpacken, dass ich ein... dass ich das maximale Duellanten-Level und, auch die maximale Deckkapazität erhalte. Hier sieht man uns die Lebenspunkte, 8000. Du, sogar ich habe es ohne Cheat geschafft. Ja, ich habe auch mal im Internet nachgeguckt, dein Spiel ist einfacher als meins. Ich habe selbst mit Cheatcodes nicht durchspielen können. Okay. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn ich die Cheatcodes aktiviert habe. Tschüss.